Platzkunden unter den SD-Slot gerutscht. Wer ist unter den SD-Slot gerutscht? Er gehört über den 8 MHz Quarz. Na, das ist ja wunderbar. Ich weiß, wenn ich den falschen Rumpel explodiert habe. Richtig. Wenn du die Pedals nicht loswirst, schmeißt du die rüber. Achso. Oh, nee, jetzt hast du jetzt nicht so geil. Nein, das heißt Drehregler. Ja, genau. Außerdem hast du mich so geärgert. Guck da hinter die Cola-Dose. Ja, guck mal unter die Cola-Dose. Ja, das, ich sehe von hier nur Vic 20 Pad. Ja, mehr sehe ich nicht von hier, bei der Cola-Flasche. Das ist auch von Com und nicht von Commodore. Und die für ein VC20 habe ich, aber nicht die für Safari. Du hast mich geärgert. Nee, du hast die nicht für Safari. Nee. Ich habe Night Rider, aber mit Billy Pedals. Ich war so. Ja, aber du hast mich als geärgert. Ja, das schon. Nee, ich filme das. Das ist so. Ich sehe die Beine nicht. Nee. Die sind ja schon festgelöst. Du siehst die Beine nicht. Ah, ich habe den Quarz noch gar nicht abgeknipscht. Ja, das ist meine der wenigen Fälle. Der Steuerung muss ich nicht so, dann. Die Jumper dabei, das ist ja optimal. Sogar eine SD-Karte dabei. Eine SD-Karte ist da dabei, eine echte? Ja. Irgendwo habe ich jetzt vorgefallen. Wie groß ist die? Ich glaube 64 Megabyte oder so, keine Ahnung. Megabyte? Aber beim VC20 schon. Das sind meine. Ja. Hat mir schon jemand weggenommen. Ist ja wurscht hier. Du wartest ja nur drauf, dass ich dir die Haribos kaufe. Haribos? Achso, ja. Ja, kann, probier doch. Was? Abgelaufene Goldbeeren oder was? Ja, ich hab das halt schon 2 Jahre und so lang liegt das halt schon da drin. Achso. Goldbeeren sind bei einer Easy irgendwas dabei. Ach, halt den Musch, das ist ein Erfolg. Wo ist dann jetzt C7? Jetzt wird mein erstes Mal gemeinsam alle C7. Das Wasser. Treffer, versenkt. C7. Also C6 habe ich gefunden, das war nicht schwer. Wer C7 findet, darf einlöten. Okay. C3 habe ich gefunden. Hab ihn. C8. Hier. Tatsächlich. Stimmt das auch? Gut, dann vertraue ich dir. Passt rein. Oh, really? Sogar den Elko machst, den Elko sag ich, den Kondensator machst du fest. Ich mach alles fest. Ich hätte einfach die Beinchen ich weiß, so gebogen. Du musst die Beine biegen, aber wenn ich die Beine biege, weil das so kleine Lötpunkte hier sind, da kommst du schlecht an die Lötpunkte dran, habe ich festgestellt. Oder ich halte es von unten fest und verbrenne mir die Finger dabei. Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich auch gern. Wenn es heiß wird, ist er fest. Jetzt so schon die Beine. Aber die Lötpunkte sind so klein. Also hochohmige Widerstände halte ich auch mit dem Dings fest. Mit dem Finger. Ja gut, die leiten ja wenig die Hitze. Ja. So, Narzisste. Das ist ja so schwer. C1, C2, C3, C4, C5, C5. Macht schon keinen Spaß. Ich vermute mal, dass das alles die hier sind. Schau mir die Augen. Tja. Ich sag jetzt einfach mal, die sind das. 100 Nanofarad. Ist das nur 100? Ja, das ist nur 100. Ich hab's nicht gesehen, ich sag einfach so. Na, das muss passen. Das ist nur 100, einfach fertig. Oh. Und wenn nett, dann ist der Pac-Man einfach mal grün. Ja, irgendwann genau. Beim Spieleladen. Ja, genau. Und dann wollen das alle haben, weil es was Besonderes ist. C1, 2, 3.
3 habe ich gefunden. 4-2. Das Leben an der Seite. Einmal festkleben und ist. Alles drin. Sagt der, der C7 nicht findet und trotzdem Kondensator irgendwo einlötet. Ja. So, C2 habe ich jetzt schon mal gefunden. Ich muss eigentlich mit C1 anfangen. Ich suche jetzt noch C1. C3 hätte ich schon. C1 ist hier. Ah ja, der ist da oben, ich sehe. Ehrlich? Ich habe einfach nur dahin gezeigt. Ja, nee, du hast recht, da ist er. C1 neben. Also über dem Widerstand. C1 neben R8 oder so. Wenn ich hier einfach nur festklebe, muss das auch funktionieren. Ja, man kann auch nur kleben. Ja, gell? Früher habe ich nur so gearbeitet. Ja, echt, mein Kumpel hat so gelacht. Hat mal irgendwas gemacht, 10 oder 11. Ich durfte ja nicht löten. Da habe ich alles mit Tesafilm festgemacht. Ich war jünger. Alles mit Tesafilm festgemacht. Ging auch. So, also erste Mal du. Und da war noch irgendeiner, weil ich die Strähte finde. Hier war Lachen. Von dir? Ja. Aber zu haben.